mit Gina Niemeyer. Hallo und guten Abend, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Sehen wir jetzt überall Wölfe, weil wir wissen, dass er auch in unserer Region unterwegs ist? Oder kommt er uns Menschen wirklich immer näher? Das wissen wir nicht. So nah wie hier auf dem Foto ist er uns aber wirklich noch nicht. Das ist kein bergischer Schnappschuss. Aber über Social Media erreichen uns immer wieder Fotos oder Videos, die auch hier bei uns vielleicht oder ganz sicher Wölfe zeigen. Eine unserer Zuschauerinnen will ihm sogar schon begegnet sein. Da bleiben wir natürlich dran. Umweltalarm in Solingen-Ohligs gestern Abend. Im Klärwerk sind 2.500 Liter Klärschlamm aus einem Becken ausgelaufen. Der modrige Schlamm, der hat das Gelände überflutet, ist aber auch in die Itter gelaufen. Wahrscheinlich mit Folgen für Wassertiere und Pflanzen. Gravieren ist ein sehr künstlerisches Handwerk. Das sieht man an diesen Arbeiten hier. Und auch gefragt, zum Beispiel in der Automobilbranche. Aber erlernen wollen es zu wenige. Das hier ist eine der letzten Ausbildungsklassen bei uns in der Region, am Technischen Berufskolleg in Solingen. Einem von nur noch 2 Standorten für die Ausbildung zum Graveur in ganz Deutschland. In Solingen kämpft man aber dafür, dass dieses spannende und filigrane Handwerk nicht einfach ausstirbt. Aber Sendungen wie diese sind sicherlich hilfreich dafür. Wir haben bei uns an der Schule ja sehr, sehr viele Berufe. Und wir kennen die Problematik auch in anderen Bereichen. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch alles an spannenden Berufen vorstellen können. Vielen Dank, Michael Gerne. Becker, für Ihren Besuch hier. Und wir schauen auch in unsere Nachrichten als erstes auf den Fachkräftemangel. Quer durch alle Branchen im Bergischen Land bleiben hunderte Ausbildungsstellen nämlich unbesetzt. Ein externer Investor interessiert sich offensichtlich für den Bau der umstrittenen BHC-Arena in Solingen. Wie die Stadt mitteilt, seien in diesem Zusammenhang auch ein alternativer Standort sowie ein neues Nutzungskonzept im Gespräch. Einzelheiten will die Stadt aber nicht bekannt geben. Ursprünglich sollte die große Mehrzweckhalle mit dem Bergischen Handballclub als Ankermieter in der Solinger Stadtmitte gebaut werden. Gegen den Standort an der jetzigen Klingenhalle und die hohen Kosten gibt es aber Widerstände. Die Kreditreform Solingen hat erneut die Unternehmensentwicklung im Gebiet um die Städte Solingen, Remscheid und Leverkusen untersucht. So gab es im vergangenen Jahr rund 8.000 Gründungen und etwa 6.000 Insolvenzen oder Löschungen von Unternehmen. Das kleine Ding hier, das bedeutet ganz viel Sicherheit und Freiheit. Und zwar für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Wenn die nämlich alleine unterwegs sind, die Orientierung verlieren und nicht mehr nach Hause finden, dann kann das ganz schön gefährlich werden, wie zuletzt bei einem Mann in Ratingen, der fast erfroren wäre. Diese GPS-Tracker, die man dann aber um den Hals, im Schuh oder am Rollator trägt, die können das verhindern, damit Menschen trotz Demenz selbstbestimmt leben können. Naja, schauen wir mal. Mit diesem winterlichen Ausblick im Wuppertaler Nordpark, fotografiert von Anke Feuerstack, gehen wir jetzt rüber zum Wetter. Bei maximal 0 Grad. Ja, dann entlasse ich Sie mal in eine verschneite Nacht. Schauen Sie gerne noch vorher vorbei bei meiner Kollegin Anna Planken bei Markt. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss, schönen Abend.